Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Szczecin. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Hallo Martin. Heute wollen wir... Ja, hallo Pierre, genau. Man sollte sich vielleicht am Anfang von dem Podcast auch begrüßen, bevor man dann loslegt. Genau, ja, wir sehen uns ja eigentlich sehr wenig oder kaum oder überhaupt, ne? Es gilt ja nach wie vor Pandemie-Modus, ne? Ja, und so, und das ist ja eben dann auch immer das Problem, wenn man zusammen am Mikrofon steht, dann kann man ja auch mal sozusagen Blickkontakt austauschen. Das können wir jetzt hier nicht machen. Wir müssen jetzt uns auf die Stimme des anderen verlassen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, Pierre, du Historiker, ein bisschen weiter ausgebildet als ich. Ich bin ja nur sozusagen der Magister und dann war bei mir Schluss mit dem Geschichtsstudium. Ja, also wir wollen es ja nicht so genau nehmen. Ne? Einmal gut, Historiker, weiß, immer Historiker. Ja, aber ich weiß ja in Österreich zum Beispiel, das mit den Titeln, das ist ja doch eine sehr wichtige Angelegenheit. Aber immerhin in Österreich, glaube ich, wäre ich trotzdem der Herr Magister, ja? Ja, also, da könntest du vielleicht auch so Geheimrat werden, was auch immer. Also. Na gut, also solche Pläne habe ich nicht. Ich habe mir nur gedacht, dass wir vielleicht diesmal mal wieder ein historisches Thema in Angriff nehmen können. Vielleicht haben schon ein paar von euch gehört. Vor wenigen Tagen hat sich zum, und jetzt muss ich mal rechnen, zum 150. Mal hat sich die Gründung des Deutschen Reiches wiederholt. Warum wir das jetzt hier mit Stettinum als Thema aufgreifen, naja, also wenn ihr euch mal die Stadt anschaut, dann wird euch auffallen, dass die Stadt, so wie sie heute aussieht, doch sehr viel auch die Architektur auf jeden Fall sehr stark mit dieser Zeit nach 1871 verbunden ist. Und natürlich 1871 ist ja auch ein europäisches Datum und vor allem auch ein deutsch-französisches Ereignis. Und das gehört ja sozusagen zu unserem Inventar hier in unserem Podcast mit dazu. Gründung des Deutschen Reiches, für die Franzosen nicht wirklich ein Freudenstag, oder? Tja, in mehrerlei Hinsicht eigentlich. Also gut, dass der Krieg selbst eigentlich von den Franzosen Zaun gebrochen worden war, das wissen wir ja, dass Napoleon III. Sich da irgendwie vergaloppiert hatte, das wissen wir auch. Aber zwischen der eigentlichen, also strategischen Niederlage bei Sedan, also Anfang September 1870 und der Reichsgründung selbst, sind da ein paar Monate verstrichen. Also du erwähntest ja das Datum 18. Januar, das Datum selbst ist ja nicht so bekannt, selbst in Deutschland kommt mir vor, dazu kommen wir ja gleich wieder. Aber in welcher Hinsicht diese Niederlage eigentlich für Frankreich eine Schmach war, besonders aufgrund dessen, dass diese Reichsgründung im Versailler Palais stattgefunden hat. Ne? Also im Zentrum, im historischen Zentrum der Macht der französischen Könige, besonders der Bourbon, ne? Und das war natürlich für die Franzosen nicht nur eine Niederlage, aber man könnte das glatt so ausdrücken, also zu der Zeit eine Demütigung, ja. Genau wie auch der Verlust von Elsass und einem Teil Lothringens. Das war natürlich sehr, sehr schwer zu schlucken. Aber auf der anderen Seite, ich habe mir gerade die Tage auch wieder Artikel gerade über die Reichsgründung in Versailles durchgelesen. Man kann das Gefühl haben, da gab es einige Akteure, nicht nur die Franzosen, die mit diesem Akt eigentlich nicht so richtig zufrieden gewesen sind. Also selbst der preußische König, er ist ja dann zum deutschen Kaiser deklariert worden. War auch nicht so, wie soll ich sagen, begeistert von dieser Tatsache. Es ist ja so, dass aufgrund der Aktenlage und dem, was uns bekannt ist, dass ja auch nicht selten die These vertreten wird, dass natürlich also der Hauptarchitekt der Gründung des Deutschen Reichs als Staat Otto von Bismarck war, also der
eisernen Kanzler, aber dass gewisse Schritte unternommen wurden von ihm, also natürlich als Entscheidungsträger in diesen Sachen für den König, aber dass er zum Teil auch etwas getrieben wurde von nationalistischeren, sagen wir mal, Kreisen, die sich lauter machten in Preußen. Aber ja, an und für sich, das hatte man ja schon vorher bemerkt, im Verhältnis zwischen Preußen und Österreich, Bismarck war ja eigentlich schon, konnte man sagen, eher der alten Tradition, der alten adligen Tradition verbunden, dass man den Krieg führt, aber mit seinem Gegner eher so wie ein Duell, also dass man den Gegner respektiert und dass, ja, wenn dann entschieden wurde, wer gewonnen hat, dass der Gegner nach wie vor doch ein Partner bleibt. Und in dem Falle ist es wichtig, dass man den Gegner nicht demütigt, ne? Und das blieb weg, das fiel weg nach dem Preußisch-Französischen Krieg. Und also durch diese maximalistischen Forderungen oder dem oder das, was eben preußischerseits durchgesetzt worden war, also im Verhältnis zu Frankreich, also Abdrängung eines Teils des französischen Territoriums, wie gesagt, Elsass, ein Teil Lothringens, durch die Reichsgründung in Versailles, durch die horrende Kriegsreparationen, das alles war eigentlich viel Treibstoff, um eine Art Vergeltungsdynamik in Marsch zu setzen, die sich dann auch als solche realisiert hat. Denn vielleicht kennst du ja noch diese Worte eines französischen Politikers, eigentlich italienischer Abstammung, und zwar Léon Gambetta, der paar Jahre danach gesagt hat, also apropos Elsass-Lothringen, ja, und zwar da kam dieser Spruch, n'en parlez jamais, y pensez toujours, also nie darüber sprechen, immer sich daran erinnern, ja, also naja, das ist eben also das Problem, ja, so, sozusagen, also es hat eine Art Vergeltungsdynamik, wie ich schon sagte, initiiert. Aber ich glaube, das, was sich die Akteure damals auch nicht so richtig bewusst gewesen sind, das sind die gerade auch die sozialen und die ökonomischen Folgen, die dieser Akt sozusagen nach sich gezogen hat. Also auf der einen Seite hat sich, wie du schon gesagt hast, also Frankreich hat furchtbar geblutet durch die Reparationszahlungen, die sie leisten musste. Das hat natürlich wiederum eine, sag ich mal, wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ermöglicht, die bis dato so als gesamtdeutsches Reich eben auch nicht möglich gewesen ist. Man darf ja nicht vergessen, dass Deutschland im Prinzip ein Flickenteppich davor gewesen ist, der natürlich durch Preußen dominiert wurde, das schon, ja. Aber auf der anderen Seite, also da gab es auf der einen Seite eben diese wirtschaftliche Entwicklung, aber einfach auch unglaubliche soziale Veränderungen, die dann so in Deutschland eine Folge gewesen sind, also auch vor allem soziale Spannungen. Und das, was du gesagt hast, also ich meine, im Prinzip, da war auf der einen Seite in Deutschland der Adel, der immer noch die Politik dominiert hat, aber auf der anderen Seite eben dieses Bürgertum, das immer mehr aufgestrebt ist, also die vielen verschiedenen Firmengründungen, die man zum Beispiel in Deutschland gesehen hat, und natürlich die Arbeiterschicht, die auch immer stärker sich emanzipiert hat, die immer stärker ihre Forderungen gestellt hat. Und ich glaube, das war so eine explosive Mischung, die sich natürlich auch Bismarck zu dem Zeitpunkt, dass das Reich gegründet worden ist, eigentlich überhaupt nicht so vorstellen konnte. Genau. Also, man sollte ja sagen, also das ist ja natürlich nicht unbedingt in direkter Abfolge miteinander verbunden, aber es war ja eigentlich nicht das erste Mal in der europäischen Geschichte, wo Frankreich, natürlich nicht absichtlich, aber durch seine Entscheidungen bzw. auch Fehlentscheidungen hatte dazu beitragen können, dass Preußen stärker wurde. Und zwar, vielleicht kannst du dich ja daran erinnern, dass es
im Ende des 17. Jahrhunderts diese radikale Entscheidung vom Sonnenkönig gegeben hatte, der gemeint hatte, dass der reformierte Glaube in Frankreich nichts zu suchen hätte und dass es nur Platz für Katholiken gäbe. Und das hatte zur Folge, dass es eine große Emigrationswelle französischer Protestanten in protestantische Länder in Europa gegeben hatte. Und viele davon trafen auch nach Preußen und haben dazu beigetragen, dass Preußen erstmals aus diesem Sandkasten, jetzt wortwörtlich, was jetzt die Geografie angeht, zu einem wirtschaftlich besser situierten Staat, zumindest regional in diesem Bereich, in dieser europäischen Makroregion erstarkte. Dann kam, wie gesagt, also was du erwähnt hast, also dieser, man kann ja schon sagen, dieser der Geldsegen und Geldregen durch die französischen Reparationen nach 71. Diese Reparationen haben ja in der Tat eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser Gründerzeit gespielt. Also man braucht sich nur preußische, deutsche Städte anzusehen, die Architektur, die Stadtplanung in diesem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, um zu verstehen, dass das natürlich sehr große Bedeutung hatte. Also nur zur Erinnerung, es war insbesondere Bismarck gelungen, seine Forderung durchzusetzen, die Frankfurter Frieden dann im Mai 1871 bestätigt wurde, und zwar, dass Frankreich insgesamt 5 Milliarden Franc an Preußen zurückzahlen sollte. Also muss ich vorstellen, ich habe mir das dann nicht selbst natürlich umgerechnet, aber man findet da Vergleiche, weil natürlich Franc, Taler und so weiter, das ist ja ein bisschen abstrakt heutzutage, aber das waren mehr als 1400 Tonnen Feingold. Ne? Mhm. Das hat natürlich seinen Wert. Ne? Und wie war das eigentlich, wie lange hat eigentlich Frankreich gebraucht, um sich sozusagen von diesem Schock, von dieser Niederlage zu erholen? Ist das ein Prozess, der sehr lange angedauert hat? Also, zurückgezahlt wurde es sehr schnell. Ich glaube, drei oder vier Jahre, also ziemlich schnell, konnte man sagen. Es war auch ein wichtiges Anliegen französischerseits, um die preußisch-deutsche Besatzung Macht auch loszuwerden. Also es waren Teile Frankreichs auch besetzt, ja, ein paar Jahre. Aber es war natürlich ein Anliegen der jungen republikanischen Institution. Also es hat sich dann die dritte französische Republik ist sozusagen aus dieser Niederlage hervorgetreten. Und damit war auch das letzte königlich-kaiserliche Kapitel in der französischen Geschichte vorbei, also mit Napoleon III. Aber gut, die Konjunktur war dann nicht so schlecht, und ziemlich schnell hat sich die französische Wirtschaft zumindest wieder davon erholen können. Dann kommt die Zeit der Belle Époque, ja, die ja auch ein Sinnbild dafür ist. Aber die langwierigen Folgen, also die jetzt, kann man sagen, politischen und kollektivpsychologischen Folgen, die waren natürlich dann viel länger präsent und aktiv. Und wie gesagt, also das Einzige, was länger dauerte, und das könnte ja sagen, also da, wo es weiterhin blutete in Frankreich, das war die Frage Elsass-Lothringen. Ja, Man spricht ja auch von dieser deutsch-französischen Erbfeindschaft, also die... Ja, die ist ja erst damals entstanden, also es hat ja... Genau. Jahrhunderte zuvor gab es eine Erbfeindschaft zwischen den Habsburgern, also den Österreichern und den Franzosen, die hat ja 2,5 Jahrhunderte gedauert, ne? Aber eine richtige deutsch-französische Feindschaft, das ist ja ziemlich neu, das ist ja erst so etwa 150 Jahre her und hat so über drei Generationen bis zur Katastrophe, bis zum Abschluss des Zweiten Weltkriegs gedauert. Es ist ja eigentlich ein ziemlich kurzes Spiel, eine kurze Tragödie, diese Erbfeindschaft.
Erbfeindschaft, wie man das meint, manchmal genannt hat. Ne? Na gut, vielleicht kommen wir von der Erbfeindschaft kurz weg und widmen uns der Stadt, in der wir wohnen, weil, wie gesagt, auch gerade die Gründung des Deutschen Reiches auch doch ganz massive Folgen für die Entwicklung der Stadt Stettin hatte. Und Stettin, wie so viele andere Städte, mit dem Jahr 1870 ist dann eben auch die Befestigungsanlage von Stettin abgebaut worden, was dann dazu geführt hat, dass die Stadt sich in einer ganz anderen Art und Weise ausweiten und entwickeln konnte, als das eben zuvor möglich gewesen ist, auch durch die Eingemeindung umliegender Regionen um Stettin herum. Also mit anderen Worten, die Stadt konnte sich auf der einen Seite als Stadt weiterentwickeln, also auch da, wenn es um die ganze Infrastruktur geht, aber sie hat sich auch wirtschaftlich sehr stark entwickelt. Ja, das stimmt. Und das, was wir eben in sozusagen auf der Makroebene erwähnt haben, also auf der europäischen Ebene, Deutschland, Frankreich oder Preußen, Frankreich und so weiter. Also das hatte ja auch seinen Niederschlag, also einen positiven Niederschlag für die Stadt, also damals Stettin, ja. Aber das sehen wir ja heute noch. Also die prächtigste Bausubstanz, die man in Stettin zu sehen bekommt, abgesehen davon, dass ein Teil davon renovierungsbedürftig sein mag, das stimmt schon, aber die schönsten Alleen, Gebäude, die man jetzt in Stettin bewundern kann und die der Stadt auch diesen ganz besonderen Flair verleihen, die entstanden eben im Nachhinein, also in dieser Gründerzeit oder auch später um die Jahrhundertwende, aber das war unter anderem auch möglich durch diesen im vorhin erwähnten Geldregen aus Frankreich. Das ist ja sehr interessant. Also, dass man sozusagen eine französisch-deutsch-polnische oder eine deutsch-französisch-polnische Architektur hier betrachten kann. Warum französisch? Weil selbst wenn das von Preußen bzw. dann im Deutschen Reich, also von Deutschland natürlich, errichtet wurde, ob jetzt Villen oder die Struktur der Stadtplanung, die großen Straßen, Alleen und so weiter. Ein Modell, also abgesehen von London, war ja auch Paris. Ja, und es gibt ja auch diese moderne Sage, die du natürlich kennst als wie soll ich sagen, ja schon als alteingesessener Stettiner, wenn auch Immi. Wenn es um den Platz Grunwaldski geht, den ja jeder Stettiner oder Stettin-Liebhaber kennt, also bis 45 Kaiser-Wilhelm-Platz, Platz Grunwaldski, ist ja so sternenförmig. Also erinnert eben ein bisschen an diesen Pariser Platz, wo der Triumphbogen steht, ja, eben ohne Triumphbogen. Und viele Stettiner erzählen gern, dass das eben inspiriert wurde von Paris. Dann kommt auch hin und wieder eine Erzählung, dass der Architekt, der das so konzipiert hat, ein Schüler von Baron Haussmann gewesen sei. Das ist natürlich ein Teil der modernen Sage. Aber was stimmt, ist natürlich, dass die Pläne, die eher auf das Londoner Modell geschneidert worden waren, dann angepasst wurden eher nach dem Pariser Modell. Also so ein leichtes Pariser Flair schwingt da schon mit, das stimmt schon, besonders was so Straßentrakt angeht und diese Perspektiven, die man aus Vogelperspektive noch besser sieht, aber wenn man schon auch spaziert, mich hatte das als Besuch als Tourist, das erste Mal, wo ich in Stettin war, vor Jahren, hatte mir das natürlich stark imponiert. Aber abgesehen davon, dass man sich ein bisschen wie in Berlin fühlte, fühlte man sich schon ein bisschen wie in Paris. Na, siehst du, und ich habe der erste Eindruck, den ich hatte, als ich hier nach Stettin kam, das war, ja genau, so sah der Prenzlauer Berg noch vor 10 Jahren aus. Das war Anfang der 2000er Jahren, als noch sehr viel, sag ich mal, von den Altbauten noch in einem ziemlich bemitleidenswerten Zustand ist. Das hat sich mittlerweile auch schon ziemlich gewandelt. Jetzt sollte man aber vielleicht auch noch erwähnen, es gibt natürlich auch noch andere Beispiele, also wie zum Beispiel die Villa Lenz, die sich hier an der jetzigen Wojska Polskiego
Alea Wojska Polskiego befindet, also von einem industriellen August Lenz in Auftrag gegeben worden ist. Und prächtig renoviert jetzt vor kurzem, ne? Prächtig renoviert, ja, es ist, glaube ich, noch immer, noch ist der sozusagen nicht ganz klar, wie sie bewirtschaftet werden soll. Das ist schon eine Frage, die sich ziemlich lange bei diesem wunderbaren Gebäude stellt. Also die Stadt, glaube ich, tüftelt da immer noch sozusagen an einem Konzept herum. Aber das bekannteste Beispiel ist natürlich die Hakenterrasse, die von dem Architekten Wilhelm Meyer-Schwartau, also zwischen den Jahren 1900 bis 1914 gebaut worden ist. Und die, das vielleicht das herausragendste Beispiel ist, manche sagen ja auch, dass sie ein bisschen überdimensioniert für so eine, sage ich doch mal, eine Provinzstadt geworden ist. Aber bis heute natürlich vielleicht eines, wenn nicht sogar das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Das stimmt. Und was das Viertel angeht, wo sich die Villa Lenz befindet, also das Viertel, das jetzt in Städtchen Pogodno heißt, deutscher Zeit Westend, also nicht nur der Name erinnert ans Berliner Westend, aber es gibt wohl keine zweite solche Stadt in Polen, die natürlich aufgrund der besonderen Geschichte dieser Region so ein Wohnviertel hätte mit solchen Villen. Also das ist wirklich etwas Einzigartiges, was man in Stettin findet und was nirgendwo anders in Polen anzutreffen ist. Das war die 22. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Szczecin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und Pierre-Friedrich Weber. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.